Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die History zu nutzen. Viele wissen, dass man einfach mit der Cursor-Taste hoch scrollen kann, bis man den Befehl findet, den man da hat. Also jetzt einmal Cursor hoch, dann habe ich die Schleife, nochmal Cursor hoch, die Schleife davor und so weiter. Und wenn ich jetzt irgendeinen Befehl suche, den ich vor 10 Tagen eingegeben habe, dann drücke ich sehr lang hier irgendwie noch, ja, das ist langweilig, Ctrl-C. So, dann gibt es noch die andere Variante mit History, Pipe, Grep, Foo. Ich suche alle Befehle in der History, die mit Foo drin hatten und jetzt kann ich da irgendwie, ja, ich habe da irgendwie mal den hier ausgeführt und da muss ich hier Cut and Paste machen, na, schon daneben, also nochmal. Und das ist auch mühsam. So, das Schlimmste, was man in Anführungszeichen machen kann, ist im Fenster selber hochscrollen und dann halt oben schauen und hoffen, dass es noch in der Fensterhistorie drin ist und dann rausgehen. Also das ist alles irgendwie ineffizient. Es geht zwar, und also wenn man irgendwie nur zweimal hochscrollen muss, geht es auch kein Problem, aber wenn man viel getippt hat, dann will man irgendwann das effizienter machen. Eine Möglichkeit ist Ctrl-R, dann seht ihr schon, da steht irgendwas von Reverse iSearch. Reverse heißt rückwärts in dem Fall und i heißt interaktiv und suchen. Und jetzt kann ich hier anfangen zu tippen. Foo, wenn ich jetzt Bar tippe, kommt der letzte Befehl mit Foo-Bar und wenn ich jetzt nochmal Ctrl-R tippe, kommen nach und nach alle Befehle, die ich da getippt habe und jetzt ist der schon viel schneller da. Und ich muss ihn nicht mal Copy and Paste machen, weil sobald ich hier anfange zu editieren, jetzt irgendwie Cursor-Taste bewegen und jetzt steht er komplett auf der Zeile, dann kann ich irgendwas editieren. So, aber jetzt habe ich trotzdem das Ganze interaktiv machen müssen, wenn ich genau weiß, ich will jetzt den letzten Befehl machen, der zum Beispiel mit OK gegangen. Schauen wir mal in die History. Und einerseits seht ihr, ich habe hier vorne Nummern dran. Die Nummern kann ich verwenden. Ich kann jetzt zum Beispiel einfach sagen, ich will den Befehl der Nummer 208 noch haben. Hier habe ich einfach Ausrufezeichen 208 und ich habe jetzt dieses Less mit den neuen Dateien. Hat er einfach nochmal. Und er hat mir sogar angezeigt, welchen er nochmal ausgeführt hat. Hier, in der Zeile. Die habe ich nicht getippt, sondern die hat er mir ausgegeben und dann ausgeführt. So, aber eben zurück zu den Folien. Das beginnt alles mit Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen ist einfach schnell getippt, weil zweimal gleiches Zeichen ist die letzte Zeile. Ausrufezeichen und dann eine Nummer, was ich euch gerade gezeigt habe, ist einfach die Nummer in der History. Und wenn ich weiß, ich will nicht in der History nachschauen, welche Nummer das ist, sondern ich weiß einfach, es ist der vorletzte Befehl, dann kann ich Ausrufezeichen minus 2 tippen. Minus 1 ist der letzte Befehl, minus 2 vorletzte Befehl, minus 3 vorvorletzte und so weiter. Oder ich weiß nicht mehr, der wievielte das war, aber ich weiß noch, das war der letzte Befehl, der mit Foobar begann. Kann ich sagen, Ausrufezeichen Foobar. Und dann tut er den letzten Befehl, der mit Foobar begann, verwenden. Ausrufezeichen Doppelkreuz ist auch ein Sonderfall. Das ist alles, was bisher in der Zeile getippt wurde. Also wenn ich irgendwie einen langen Dateinamen getippt habe und den ich nochmal tippen will, auf der gleichen Kommandozeile, also auf dem gleichen Befehl, kann ich das verwenden. Oder eben auch Ausrufezeichen Fragezeichen und dann wird letzter Befehl, der irgendwo in diesem Befehl Foobar beinhaltete. Machen wir jetzt hier mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel Echo Foobar und ich will das Foobar nicht nochmal tippen. Kann ich das machen? Und wobei das ist jetzt die ganze Zeile. Das wird jetzt Echo Foobar heißen. Wenn ich jetzt Enter drücke, kommt das auch. Wie man jetzt noch einzelne Bestandteile daraus aussucht, zeige ich gleich noch. Aber einfach so zum Verstehen, was es macht. Oder halt letzter Befehl, der irgendwie grep beinhaltete. Irgendwo. Das war der mit der History. History Pipe Grep. Seht man auch hier ist er nochmal drin und da jetzt als unterster natürlich drin. Oder eben letzter Befehl, der mit Grep begann. Das war sicher irgendeiner, der ja, mit X-Arcs was war. Genau. Hatte ich euch vorher auch gezeigt. Wenn man irgendwie noch grob weiß, was man getippt hat an Befehlen, ist das eine wunderbare Methode, um relativ schnell die Befehle zu wiederholen. Wie wir bei einem Beispiel schon gesehen haben, manchmal will man ja auch nur bestimmte Bestandteile von der ganzen Zeichenkette, von der Zeile. Und mit Doppelpunkt kann man hinten dran einfach noch was anderes schreiben. Diverse Kommandos, die dann Bestandteile rauspicken. Doppelpunkt Stern nimmt alle Parameter, aber nicht den Befehl. Also nach dem Motto, ich habe jetzt einen Befehl auf alle MP3s angewendet in dem Verzeichnis und ich will den nächsten Befehl irgendwie auch auf alle MP3s anwenden oder so. Dann Doppelpunkt Dach. Das nimmt den ersten Parameter des letzten Befehls und Doppelpunkt Dollar den letzten. Letzteres braucht man relativ häufig. Oder eben manchmal, wenn man noch irgendwelche Optionen davor hat, aber eigentlich den ersten Parameter haben will und nicht die Optionen, kann man sagen, ja, den zweiten Parameter mit Doppelpunkt 2 oder so.
oder auch eine Gruppe von Parametern, Doppelpunkt 2 bis 4. Wenn man gar nichts angibt, also minus 2 würde heißen von 0 bis 2. Und 0 ist übrigens, in der Informatik fängt man ja oft an mit 0 zu zählen. Das 0 hat deswegen bei so Sachen oft eine Sonderfunktion. Der nullte Parameter ist halt der Befehl selber. Einfach nochmal ein paar Beispiele auf der Kommandozeile. Was ich immer sehr gerne mache, ist zum Beispiel make dir irgendwie Blafhasel, irgendein Verzeichnis anlegen und ich will jetzt in dieses Verzeichnis hineinwechseln. Letzter Parameter des letzten Befehles, Doppelpunkt Dollar und dann brauche ich das Blafhasel nicht nochmal tippen, er wegnimmt dann Blafhasel. Das ist jetzt bei so kurzen Verzeichnisnamen nicht wirklich kritisch, man hat ja auch noch die Tab-Completion, aber wenn man dann irgendwann mal so einen ellenslangen Dateinamen einmal getippt hat, dann will man den einfach nicht noch ein zweites Mal tippen müssen. Ja, oder eben, wenn ich jetzt irgendwie das Echo Doppelpunkt 0, das wäre halt dann, würde er mir CD ausgeben, weil der letzte Befehl war an CD, aber er gibt mir nicht das Blafhasel aus. Ist jetzt in dem Fall keine Ersparnis, aber einfach zum Zeigen. Dann kann man noch auf einzelne Dateinamen, also wird vor allem auf Dateinamen angewendet, wenn man so einen Parameter rausgepickt hat, so ich habe jetzt den vierten Parameter und will aber von dem irgendwie nicht den ganzen Pfad, sondern nur den Dateinamen haben. Dann kann man zum Beispiel mit Doppelpunkt T, wie Tail im Englischen, den Schwanz sozusagen abschneiden und nur den ausgeben. Wenn man irgendeinen Pfad gehabt hat, / foo, / bar, dann wird nur bar ausgegeben. Umgekehrt head gibt nur den ersten Teil aus. Man hat dann also nur / foo. Und R, das tut die Dateiendung entfernen. Man kann es auch zweimal anwenden, dann tut er zwei Dateiendungen entfernen. Und umgekehrt E gibt nur die Extension aus. Wenn man zum Beispiel foo.bar hatte, gibt es nachher .bar aus. Machen wir auch nochmal ein Beispiel. Was ich ganz gern mache, ist wget. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Ein Programm zum Runterladen von Dateien. Hier ist irgendeine Datei, wo ich die URL einfach auswendig weiß. Das ist irgendein Root-Zertifikat bei uns auf der Arbeit. Das ist nicht weiter schlimm. So, jetzt lade ich das runter. Ich hoffe, das geht jetzt hier. Ja. So, und jetzt will ich mir diese Datei anschauen. Aber ich habe als einziger Parameter, den ich angegeben habe, war jetzt dieses ganze, die ganze URL. Ich brauche aber bloß den Teil hier hinten, weil wget speichert das ja unter dem Dateinamen ab. Jetzt kann ich sagen less, letzter Befehl, letzter Parameter, oder ist eigentlich egal wie viel, und dann nochmal tail, weil ich will ja den Pfad vorne dran, sprich das Ganze vor dem Slash nicht haben. Und siehe da, ich habe die Datei CAC, und wenn ich jetzt beende, dann seht ihr, er hat einfach hier den Befehl hat er ausgeführt. Und gerade also zum Beispiel beim Runterladen von irgendwelchen MP3s oder sonst was per wget, ich finde das einfach saupraktisch, dass ich da nicht mehr alles nochmal tippen muss oder mit per Copy und Paste von da oben mir den Dateinamen hier rausholen muss und ja, geht alles auf der Kommandozeile, braucht man keine Maus für. Kann man da auch noch eine Sicherheitsfrage abgreifen? Ja, du kannst zum Beispiel Doppelpunkt P machen, dann gibt er den Befehl nur aus, aber führt ihn nicht aus. Und wenn du jetzt nochmal Ausrufezeichen machst, führt er ihn dann trotzdem aus. Steht, glaube ich, auch gleich auf der Folie, soweit war ich auf der Folie einfach noch nicht. Und zwar hier kommt das Ergebnis nur ausgeben, nicht ausführen. Und eben, wenn man es dann nochmal Ausrufezeichen macht, führt er ihn dann doch aus. Eben, für die Sicherheit. Es gibt noch was anderes. Das ist für mich der Hauptgrund, warum ich die Bash nicht benutze. Das ist eine Bash, deswegen rufe ich jetzt hier mal wieder eine Z-Shell auf. Hat einen bunteren Prompt bei mir. Und zwar folgendes. Ich mache jetzt hier Echo Foobar. Und wenn ich jetzt irgendwie letzter Befehl, letzter Parameter und eben, ich könnte jetzt auch das P dran machen. Aber dann muss ich einmal Enter drücken und muss dann nachher nochmal den Befehl absetzen. Das Schöne bei der Z-Shell und was halt die Bash nicht kann und weswegen ich Bash nicht benutze, letzter Parameter, das letzte Befehl, ich brauche jetzt nur Tab drücken. Und diese Tab-Completion, die habe ich mir so angewöhnt bei der TC-Shell, dass es mich richtig genervt hat, dass sie bei der Bash nicht da ist. Und irgendwann habe ich gedacht, oh, die Z-Shell kann das. Ja, so viel zum Unterschied der einzelnen Shells. History Tab Completion gibt es halt nur bei der Z-Shell und bei der TC-Shell. Gehen wir mal wieder auf die Bash, weil da ist der Prompt kürzer, weil ich ihn nicht umkonfiguriert habe und weil das das ist, was die meisten hier wohl benutzen. P hatten wir schon. Was man noch machen kann, ist bei Z-Shell und TC-Shell irgendwas zu Groß- oder Kleinbuchstaben umändern. Braucht man eigentlich selten und sie funktionieren leider Gottes auch noch unterschiedlich. Bei der TC-Shell macht er nur einen Buchstaben groß oder klein, bei der Z-Shell alle. Aber ist ab und an mal noch ganz nützlich, wenn man von irgendwo Dateien bekommt, die komplett in Großbuchstaben geschrieben sind und dann sie in Kleinbuchstaben haben will oder so und das kann sie nicht nochmal tippen.
Manchmal vergisst man auch einfach Voting-Zeichen drumherum zu machen. Zum Beispiel, ich will jetzt paar Sterne ausgeben, und zwar will den Stern selber ausgeben, aber habe vergessen, dass das halt ein Wildcard ist und jetzt expandiert das. Ich mache den gleichen Befehl nochmal und ein Q dahinter, mache Anführungszeichen um alles drumherum, quote das und Vorführeffekt, okay, nochmal den hier und dann ist es das X aber. Dann macht er um alle einzelnen Parameter noch Gänsefüßchen drumherum oder Single Quotes und dann gibt er auch das aus, was man will. Ist ganz nützlich, wenn man irgendwie WGET gemacht hat und ein Fragezeichen drin hatte und irgendwie das Fragezeichen ist ja ein Wildcard und man das noch quoten hätte müssen oder so. Manchmal ist es ganz nett, einfach den letzten Befehl nochmal auszuführen mit überall Quotezeichen drumherum, anstatt sie von Hand zu Fuß selber überall, wo Leerzeichen sind, noch eingeben zu müssen. Keine weiteren Ersetzungen. Parameter an Leerzeichen aufsplitten. So rum, genau. Und oben alles quoten. Muss ich nochmal schauen. Ich meine, in der Z-Shell wäre das anders, aber okay. Für die Bash gilt das auf jeden Fall. Ja. Was man auch noch machen kann, ist suchen und ersetzen. Das ist manchmal auch noch ganz praktisch. So nach dem Motto, wenn man umbenennen will. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier eine Ladung Dateien. Heißen alle bar. Ich will jetzt irgendwie die Datei bar 1. Will ich umbenennen nach foo1 zum Beispiel. Aber das ist jetzt hier keine, also ich habe jetzt hier nur 4 Zeichen, aber stellen wir uns mal vor, das ist irgendwie eine 40 Zeichen lange Datei und ich will eine Zeichenkette darin ersetzen. Diese Zeile soweit, davon den letzten Parameter, also das bar 1 und da will ich jetzt ersetzen bar durch foo. Und unten seht ihr, er tut erstmal noch anzeigen, was er gemacht hat. Er hat hier halt den letzten Parameter genommen, den ich soweit angegeben hatte, hat bar durch foo ersetzt und hat dann den Befehl ausgeführt. Das Doppelpunkt s-bar-foo ist im Prinzip genau das gleiche, was man auch im VI herkennt. Escape Doppelpunkt s-irgendwas. Also wer damit zurechtkommt, wird das auch bei der History Expansion sicher recht schnell in den Fingern haben, wie er es verwenden muss. Auch funktionieren tut, wenn man irgendwie mehrfach ersetzen will, noch ein g davor. Also wenn man G davor macht, dann tut er das mehrfach ersetzen, also alle A's durch B's ersetzen zum Beispiel. So, in der C-Shell und TC-Shell gibt es noch ein A, das ersetzt er so häufig wie möglich. Also wenn ich irgendwie 5 X'e habe, dann ersetzt er 2 X'e in Folge so lange durch ein X, bis nur noch ein X übrig ist. Das gleiche geht halt dann auch mal kombiniert. Also es besteht hier durchaus noch eine Gefahr von Endlosschleifen, deswegen sparsam benutzen, aber manchmal braucht man es halt. So nach dem Moment, wenn man zum Beispiel alle Leerzeichen loswerden will, die irgendwo in einem Dateinamen drin sind. Und in dem Sinne, dass man jetzt alle mehrfach vorkommen von Leerzeichen durch ein Leerzeichen ersetzt oder sowas. Für sowas braucht man das. So, und dann gibt es auch noch, weil das Doppelpunkt-Tippen braucht zumindest auf der US-Taste so Shift, ich glaube auf der deutschen auch, das ist mühsam getippt. Ausrufezeichen geht auch noch, gut, ist auch Shift, aber ja, ich habe jetzt oft vier Zeichen eingeben müssen für so eine History-Expansion. Die Sachen, die man häufig braucht, gehen auch kürzer. Weil wenn man den letzten Befehl machen will, dann reicht es aus, ein Ausrufezeichen zu nehmen und den Doppelpunkt kann man, wenn es eindeutig ist, auch weglassen. Also Ausrufezeichen Dach ist einfach erster Parameter des letzten Befehls. Ganz häufig verwendet von mir zumindest Ausrufezeichen Dollar, letzter Parameter des letzten Befehls. Sonst eben Ausrufezeichen Stern tut auch. Und eine Kurzform vom Suchen und Ersetzen gibt es auch, und zwar Dach A. Dach B ersetzt im letzten Befehl das erste A durch ein B. Einziger Nachteil daran, es gibt keine schöne Kurzform für mach das mal mit allen A's. Macht es immer bloß einmal. So, und damit werden manche Befehle jetzt wirklich schön kurz. Also, also hier make dir foobar bla fasel cd Ausrufezeichen Dollar Enter. So, jetzt habe ich 5 Zeichen getippt statt irgendwie 15. Da haben wir jetzt auch nochmal eine Ladung Beispiele. Zum Beispiel hier oben. Das hier ist alles ohne History Expansion geschrieben. Ich tue einen Tar-File erstellen aus irgendeinem Verzeichnis foobar. Ich tue das dann komprimieren. Ich tue dann das nochmal umbenennen, weil tar.gz will ich halt ein tgz haben. Mach noch ein Backup-Verzeichnis, schiebe das dann da rein in das Backup-Verzeichnis, benenne das Backup-Verzeichnis gerade noch um in großes B und wechsle dann rein. Es ist in meinen Augen eine durchaus typische Kombination von Befehlen, wenn auch nicht unbedingt gerade die effizienteste. So fällt einem ein, oh, ich wollte ja noch und ah, hätte ich nicht gleich das so machen können und so.
Aber trotzdem, wenn man das jetzt alles tippen müsste, also dieser Dateiname fuba-irgendwas-irgendwas, der kommt verdammt häufig vor. Und das kann man alles auch viel kürzer schreiben. Also einmal muss ich ihn schreiben und danach sage ich einfach, okay, zweiten Parameter vom letzten Befehl, tu den komprimieren. Letzter Parameter des letzten Befehles mit .gz dran, weil das gzip hat das .gz dran gemacht. Ersetze durch den gleichen Parameter, letzte Endung weg und dafür tgz dran. Backup erstellen, das Verzeichnis und dann vom letzten Move-Befehl den letzten Parameter, das ist hier oben, den hier nehmen und den dann in den Parameter des letzten Befehles rein verschieben, also einfach die beiden Parameter übernommen und dann das Verzeichnis noch umbenannt. Das Verzeichnis habe ich hier verwendet und habe dann hier nochmal das Verzeichnis umbenannt, kleines b durch großes ersetzt. An der Stelle war es jetzt nicht ganz so effizient, weil das zu tippen ist fast so viel wie das Backup groß zu tippen. Und dann, was so häufig vorkommt, CD, Ausrufezeichen, Dollar, Wechsel in das Verzeichnis, das beim letzten Befehl als letzter Parameter dran war. Aber ich glaube, man sieht es allein schon so an der Bildschirmbreite, so die anderen Befehle, die enden alle hier hinten. Und hier habe ich eigentlich bloß den ersten Befehl recht weit und dann ist es alles sehr kurz. Und dadurch, dass, wenn ich History Expansion verwende, der Befehl selber auch nochmal ausgegeben wird, wie wir vorher überall gesehen haben. Also man muss sich nicht immer im Kopf behalten, was das alles war. Man bekommt es auch angezeigt. Aber auf die Weise kann man einfach auf der Kommandozeile relativ viel Tipparbeit sparen. Das ist eine Möglichkeit. Das andere ist halt die Tab Completion. Das sagen wir auch gerade nochmal. CD- wechselt in das Verzeichnis, in das ich zuletzt drin war. Also kann ich einfach mit CD- hin und her wechseln zwischen zwei Verzeichnissen, recht einfach. So, wenn ich jetzt von Hand reinwechseln wollte, Fu, und jetzt Tab drücke, dann tut er das auch expandieren. Also Tab Completion an der Stelle funktioniert an fast allen Stellen, mindestens mit Dateinamen. Es gibt noch ein Paket Bash Completion, wenn man das noch installiert und es explizit noch aktiviert. Man muss, glaube ich, in der etc Bash RC, können wir kurz reinschauen. Ah, ist hier garantiert gemacht. Command not found, da. Es ist auskommentiert per Default. Man muss die drei Zeilen einkommentieren hier. Und dann hat man zum Teil auch so Sachen wie Hostname Completion bei SSH und so Scherze. Wenn man SSH tippt und dann root at Anfang von einem Hostname und Tab und es ist der einzige Hostname, der passt, dann schreibt er den Hostnamen vollständig hin und so Sachen. Was auch noch interessant ist, manchmal will man nicht, dass irgendwelche Zeilen in der History erscheinen. Sei es, weil man einfach nicht will, dass auf der Platte gespeichert wird, dass man einen Fehler aufgerufen hat. Oder sei es, weil man einfach kurz zwischendrin, oh, ich muss mal kurz noch nachschauen im Kalender das und das. Oder also es gibt Kalenderprogramme auf der Kommandozeile oder so. Und die eigentlich aber nichts mit der aktuellen Arbeit zu tun haben. Dann kann man mindestens bei Bash und Z-Shell eine Option setzen. Bei Bash muss man eine Variable hist-control gleich ignore space setzen. Und bei Z-Shell setop hist ignore space. Und ich mache das jetzt mal gerade hier in der Bash. Also, echo fuba, irgendwie sowas. So, ne, control gleich ignore space. So, das ist jetzt beides in der History drin. Wenn ich jetzt aber irgendwie hier ein Leerzeichen tippe, echo bla fasel, dann ist das in der History nicht mehr drin. Wenn ich jetzt eins hochgehe, kommt wieder das Hist-Control. Und wenn ich Ausrufezeichen, Ausrufezeichen mache, kommt auch wieder das Hist-Control. Das ist einfach nicht in der History drin. Das ist hier auf dem Bildschirm, ja. Aber sobald weggescrollt ist, ist das einfach vergessen. Ist nie passiert. Also, außer es hat irgendwelche Auswirkungen aufs System gehabt. Aber damit kann man relativ simpel Sachen nicht in die History speichern lassen. Gilt das nur für einen Befehl oder für alle, die jetzt kommen? Nee, das gilt nur für den einen Befehl, sobald du ein Leerzeichen vorne dran tippst. Das ist einfach dieses, man sieht es hier so ein bisschen weiter eingerückt. Wenn du das Leerzeichen vorne dran machst, dann ist der Befehl nicht in der History. Sehr gut für paranoide Admins. Was ist der Default-Wert von Hist Control? Gute Frage. Wobei ich nicht ausschließen will, dass das System verschraubt ist, aber ignore dups. Wenn ich jetzt Echo Fuba tippe und nochmal Echo Fuba, dann ist es trotzdem nur einmal in der History drin. Gibt ja auch noch Hist Ignore oder so? Kann man einzelne Befehle sagen, die sollen einfach nicht in der History erscheinen? Hist Ignore, ja. Mit dem man halt zum Beispiel LS ausschließen kann, dass es gar nicht mehr in der History auftaucht.
Auch nett, ja. Wobei mir jetzt konkret, also ich weiß nicht, LS möchte ich eigentlich normalerweise drin haben, aber mir fällt einfach konkret kein Beispiel ein, wofür man das jetzt gebrauchen könnte, aber es klingt nützlich, ja. Ja, also hier auch nochmal eben, hier ist das Leerzeichen mehr, man sieht es hier nicht so schön wie vorhin auf der Kommandozeile. Auch noch, also benutze ich zugegebenermaßen ganz selten, aber manchmal ist es einfach sau nützlich. FC, Befehl, den fast keiner kennt, Fix Command. Der ruft einen Editor auf mit dem letzten Befehl, den man eingegeben hat in der Datei. Dann kann man das editieren und sobald man dann den Editor beendet, dann führt er den Befehl, den geänderten, aus. Das probieren wir jetzt auch nochmal aus. Machen wir Echo Fuba nochmal. So, und jetzt FC. Jetzt kommt hier ein Editor, da oben, die Schriftgröße ist sau klein, weil ich halt gern kleine Schriftgrößen habe. Dann haben wir hier Echo Fuba drinstehen. Jetzt mache ich hier irgendwie Echo Bla Fasel draus. Beende den Editor, muss wieder zurück, ja. Und dann hat er hier Echo Bla Fasel gemacht und hat das auch ausgeführt. Und so kann man zum Beispiel wunderschön, er hat irgendwie so elendslange Kommandozeile geschrieben, hat immer dummerweise einen Tippfehler drin gehabt. Und wenn die jetzt irgendwie so 200 Zeichen lang ist, Bildschirm ist 80 Zeichen breit, und der Tippfehler ist irgendwie genau in der Mitte oder so. Der Kommandozeilen-Editor von der Bash ist nicht schlecht, aber es ist halt trotzdem kein vollwertiger Editor. Und wenn man mehrzeilige Kommandos eingegeben hat, also irgendwie so for i in 1, 2, 3, Strich, Punkt, du, jetzt machen wir Enter, jetzt kommt hier ein neuer Prompt, dann kann ich sagen, Echo, Fuba, Dollar i, Echo, Bla, Fasel, Echo, Fnord, dann. So, jetzt habe ich hier irgendwie ja, dreimal Fuba 1, 2, 3 und was auch immer, hat er ausgegeben. So, und wenn ich jetzt hier drin irgendwie einen Tippfehler habe, er hat es jetzt in einer Zeile, aber trotzdem, ich müsste jetzt hier irgendwie durchscrollen, bis ich an der Stelle bin. Und das ist halt was, wo ich mit FC relativ schnell, das kann ich zum Beispiel auch irgendwie suchen und ersetzen im Editor machen oder so. Irgendwas editieren da drin, speichern und Fenster wechseln. So, und jetzt ist. Ich brauche es selber auch selten, aber manchmal bin ich sehr froh, das Ding zu haben, weil ich auf der Kommandozeile eine kiloweise MP3s mit Tab Completion eingegeben habe und dann merke irgendwie das mittlere, oh nee, das will ich doch nicht hören. Oder so. Gibt es viele Möglichkeiten. So. Und was übrigens auch noch interessant ist, der Befehl History, den wir vorhin schon gesehen haben, ist nichts anderes als FC-L intern anscheinend. Weil Fix Command war zuerst da. Der History-Befehl ist bloß die Kurzform für FC-L. Damit kann man auch schön einschränken, eben, ja, also History ausgeben. Oder man kann auch mehrere Kommandos auf einmal in den Editor laden und er führt sie danach alle aus. Also wenn man irgendwie so aus Versehen einen Zeilenumbruch mit reingepastet hat oder so, dann kann man sagen, okay, editiere die letzten zwei Kommandos, den Zeilenumbruch rausmachen und abschicken und geht. Ja, und wenn man jetzt nicht seinen Standard-Editor dafür verwenden will, kann man fc-edit als Variable setzen auf den Editor, den man für solche Fälle haben will. Könnten wir jetzt auch noch ausprobieren, kurz. Fc-edit gleich. Ich nehme jetzt mal den Zeil, weil das ist ein Editor, der hier in der Shell dann kommt und nicht irgendwie zu meinem Emacs verbindet. Sollte ausreichen, das so zu setzen. So, jetzt machen wir fc, das minus 1, nee, 2, minus 3, irgendwie so. Und jetzt habe ich hier Editor mit den letzten zwei Befehlen da. Das kann ich da fröhlich drin rum editieren, wenn ich irgendwie noch was anders machen will. Hier irgendwie was. Da und dann so. Abspeichern und dann führt er das auch aus. Beide hintereinander. Also einfach sozusagen seinen Lieblingseditor verwenden, um die Kommandozeile zu editieren. FC. So, dann haben wir noch eben das Ctrl-R, was ich vorher schon mal kurz gezeigt habe. Das ist so aus der, kommt aus der Emacs-Welt, weil Ctrl-R in Emacs ist Rückwärtssuchen interaktiv. Bash, Z-Shell, Corn-Shell haben das standardmäßig drin. Bei der TC-Shell geht es auch, man muss es aber explizit konfigurieren mit Bind, Key, -R, E-Search, Backword. Was zumindest an der TC-Shell und der Z-Shell noch schön funktioniert, ist ja, diverse andere Möglichkeiten zu suchen. Also bei FreeBSD ist das so schön als Default konfiguriert. Ich habe es in meiner Z-Shell auch drin. Also das habe ich getippt, jetzt drücke ich Cursor hoch und dann gibt er mir den letzten Befehl, der damit angefangen hat. Und nochmal Cursor hoch, dann kommt einfach noch ein Leerzeichen dazu. Und nochmal Cursor hoch geht nicht weiter, weil anscheinend nicht mehr drin in der History.
Aber im Großen und Ganzen mit irgendwas anfangen zu tippen und dann Cursor hoch und dann filtert er dann nach diesen Befehlen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich halt in Ctrl R Echo tippe, aber der sucht dann halt in kompletten Strings und nicht nur am Anfang. Deswegen kommen da jetzt auch viel mehr. Das ist Ctrl R nochmal. Jetzt in der Z-Shell, funktioniert aber genauso. So, aber in der Bash geht das halt nicht so schön, oder? Nee. So, wieder zum Folien. Also eben. Das hier ist für die C-Shell, wenn es nicht standardmäßig konfiguriert ist. Was haben wir? So langsam sind wir dann auch mit der History am Ende. Worte aus der History einfügen. Das ist was ich jetzt wieder weniger benutze, was aber die Bash-Leute irgendwie häufiger benutzen. Da gibt es eben Ctrl-Meta oder Ctrl-Alt, je nachdem, was Tastatur es ist. Mit Ctrl, ich führe es einfach gerade mal vor einen Moment. So, wir haben jetzt hier irgendwie Echo Foobar. Ich hatte vorhin schon gezeigt, wir haben dieses Ausrufezeichen Doppelkreuz, ist, was ich bisher getippt habe. Dollar ist davon der letzte Parameter. Es gibt zweimal Foobar. So, und jetzt kann ich das aber auch mit Tastendrücken machen. Ctrl-Alt-Minus müsste das sein, beziehungsweise. Ich habe den Vortrag das letzte Mal 2006 gehalten, da hat das noch getan, da gab es noch kein UTF-8 so ungefähr. Das Problem ist einfach, wenn ich jetzt Alt und irgendeinen Buchstabe drücke, dann kommen irgendwelche Sonderzeichen. Aber was auf jeden Fall eigentlich noch tun sollte, ist letzter Parameter des letzten Befehles. Den würde ich erwarten. Also ich Fuba getippt habe und jetzt Echo nochmal irgendwas. Jetzt drücke ich Escape, Punkt. Was so viel wie Alt, Punkt ist, aber halt zwei Tastendrücke nacheinander. Also hier seht ihr Meta, Punkt. Meta-Taste kommt vom Namen her von den Sans, wenn ich mich recht entsinne. Das ist die mit der Raute drauf. Und auf PCs ist die dann immer die Alt-Taste. Nur da die Alt-Taste heute bei Systemen mit 8-Bit-Umlauten oder UTF-8 anders belegt ist, muss man halt Escape vorher drücken. Also Escape, Punkt funktioniert genauso, wie wenn ich hier Meta, Punkt schreibe. Ja, oder eben Meta Unterstrich, das probieren wir auch gerade nochmal, das jetzt noch tut. Jetzt Escape Unterstrich geht auch. Aber ich muss zwei Tastendrücke machen, getrennt nacheinander, also Escape Punkt oder Escape Unterstrich. Gibt auch den letzten Parameter des letzten Befehls oder was in der Z-Shell halt funktioniert, ist hier Tab drücken, was in der Bash nicht tut. So. Also das Meta-Punkt oder Escape-Punkt scheinen in der Bash-Welt viele zu benutzen. Wie gesagt, ich bin es nicht gewohnt, aber ist vielleicht ganz nett. Das ist im Prinzip, ja, dass man vorher schon sieht, was er hinmacht, bevor man Enter drückt.